Und hier, meine Lieben, wieder ein neues Video für euch. Ich habe ja im Laufe der ich habe im Laufe der letzten Wochen wieder mal ein bisschen was aufgefüllt, was bei mir so gebraucht wird. Also Farbgele und so weiter sind es nicht. Das ist jetzt bei Milano Nails online auf eBay gekauft. Genau. Milano Nails kenne ich. Habe ich des Öfteren schon bestellt. Bin immer bis jetzt zufrieden gewesen. Bis auf ein Farbgel, aber das ist schon lange, lange her. Und einmal hatte ich eine Reklamation. Da war ein Pinsel nicht richtig verpackt und war deshalb nicht brauchbar. Und da gab es überhaupt keine Probleme, den umzutauschen. Ja. Also, Milano Nails. Und weiter geht's. Wir packen aus. Ich habe eine Rechnung dabei. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir einen Pumpdispenser gekauft mit Metalldeckel. Gekostet hat der 3,70 Euro. So schaut er aus. Und so. Es ist ein kleiner, der hat 150 Milliliter. Das ist eigentlich nur mal so zum Testen gewesen. Ich sehe aber hier, dass der schief ist. Also, naja. Das Teil hier unten ist sehr locker. Ich hoffe, dass wir. Ich habe mit Pumpdispensern einfach kein Glück. So, sollte 150 Milliliter, hier steht zwar bloß bis 100, aber man kann ja weiter füllen. Okay, gut, machen wir das mal so. Ich weiß nicht, ob man den zudrehen kann oder so. Nee, kann man nicht. Und zum Testen kommt da jetzt auch gleich mal Cleaner rein. Ich mache jetzt mal keine Schleichwerbung, woher der ist. Aber ja, gut, Deckel zu, aufgedreht. Schön ist die große Einfüllöffnung. Und wieder meine Flasche leer. Ja, das mit dem Zumachen ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht ja hauptsächlich jetzt hier um den Dispenser. Mhm. Also geht es sehr, sehr leicht und es ist auch gleich schön voll, muss ich sagen. Das freut mich schon mal sehr. Also wird jetzt in den Dauereinsatz kommen zum Testen. Und das nehme ich gleich mal, um hier meine Ablage zu reinigen. Ja. Ja, ich hatte bei meiner Freundin, die so viel Tabletten nehmen muss und so, mussten wir reparieren. Da sind die ganzen am freien Nagelende alles abgeplatzt. Deshalb habe ich da jetzt auch mal das Selex-Gel und anderen Versiegler genommen und hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser hält. Gut. Ich habe doch Gele gekauft. Aber machen wir erstmal weiter mit dem Gelspatel. So. Da könnt ihr es am besten sehen. Das ist also direkt ein Spatel mit einer kleinen Löffelausbuchtung. Der Diamant ist pink. Mein Zettelchen sagt mir, dass der 2,90 Euro gekostet hat. So,
passend zu dem da hier, wo ich meine Gele immer mit umrühre. Dann habe ich mir einen Tippbox-Kasten gekauft. Ja, die kriegt man sicherlich auch anderswo, ohne dass man die jetzt im Fachhandel kaufen muss. Der hat gekostet 2,70 Euro. Schon nummeriert, Plastik. Wichtig waren für mich die großen Fächer, weil ich habe Tippbeutel, also nicht wo nur 100 Stück dabei sind, sondern gleich 500er Packung. Und da brauche ich einfach die großen Tippboxen hier. Ich habe die jetzt mal zum Testen bestellt. Und je nachdem, wie sie sich so machen, ist ja auch wichtig, dass die gut verschließen, alles reingeht. Wenn sie mir gefallen, kaufe ich mir garantiert nochmal für 2,70 Euro. Das sind, wie gesagt, für 500 Stück ausgelegt. Jawohl. Weiter. Ich habe mir Nail Art gekauft. Glitterpuder plus Pailletten plus Hexagone in Goldschimmer. Das sieht so aus. Das ist jetzt kein sehr intensives Gold, aber dadurch, dass so viele verschiedene Formen dabei sind und das schön glitzert und in verschiedenen Farben Regenbogenfarben blinkert, habe ich mir das gekauft, und zwar kostet so eine Dose 1 Euro. Und wer das in Gold hat, der möchte das natürlich auch in Silber. Habe ich mir natürlich gleich dazu bestellt. Ebenfalls 1 Euro, ebenfalls Glitterpuder, Pailletten und Hexagone. Kann man nichts verkehrt machen, kann man immer brauchen, immer. Und gerade so, wo eben verschiedene Größen dabei sind, das gefällt mir am besten. Habe ich gekauft, jawohl. So, meine Lieben, die letzten Sachen. Ich fange bald eine Schulung an, ja, die nächste. Und da geht es um Malerei, sprich Schnörkeln, feine Linien etc. etc. Dazu wurde mir gesagt, da das eine Gelmalerei ist, sollten Painting-Gele her. Beziehungsweise ist es besser, das Ganze mit Painting-Gelen zu machen. Und deshalb habe ich mir gekauft das Painting Achromatic White, Kostenpunkt 5 Milliliter, 4,90 Euro. Und da ich das richtig ordentlich lernen möchte, ist eben auch das Gel in den Einkaufskorb gewandert. So, ich versuche das jetzt krampfhaft hier aufzumachen, wie ihr seht. Krieg's aber mal wieder nicht. Uff. Ja, das lag auf dem Kopf leider. So. Das kommt gleich weg. Bevor ich das überhaupt austesten kann, habe ich es schon auf dem Tisch. Super. Und ihr seht es vom Fließverhalten, dass das etwas dicker ist. Und gerade für Schnörkelei etc. etc. soll das sehr gut geeignet sein. Ich freue mich drauf, wenn ich mit der Schulung beginnen kann. Denn jetzt habe ich alles da. Genau.
Natürlich, ne? Ist ja logisch, braucht man dann auch das passende Pendant dazu in Schwarz. Auf meiner Bestellung steht Painting UV One Stroke Malerei 5 ml Achromatic Black 997. Da steht hier jetzt gar nichts drauf. Ich bin echt gespannt. Das ist auch ein völlig anderes Etikett. Und hoffe, ich hoffe wirklich, dass es mein Schwarz ist. Also ein Schwarz ist es schon mal. Und wenn ich mir die Konsistenz so anschaue, dann ist es sogar richtig. Ist aber sehr, sehr verwirrend, wenn jetzt das eine direkt als Painting Gel ausgeschrieben ist auf dem Tiegel und das andere nicht. Und ihr seht auch hier von der Konsistenz, da kommt nicht so schnell was rum bei. Ja, meine Lieben. Auch das hat 4,90 Euro gekostet. Versandkosten einmal 3,90 Euro. Insgesamt sind sozusagen genau 25 Euro gewesen. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was die Sache mit dem Painting Gel, den Dispenser anbelangt. Und hier, na gut, da kann man nicht viel verkehrt machen, ne? Außer, dass man versehentlich die falsche Größe kauft. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder zu diesem Video. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.